Wie schreibt man eine Textanalyse im Fach Sozialwissenschaften? Um diese Frage zu beantworten, orientieren wir uns hier an vier Buchstaben, und zwar den Buchstaben P-A-S-I. PASI klingt wie Pisa, nur mit vertauschten Vokalen. Denn die Buchstaben P-A-S-I stehen für Position, Argumentation, Stil und Intention. In vielen Klausuren im Fach Sozialwissenschaften geht es nämlich bei der Textanalyse oft darum, sich mit der Position, also der Meinung, der Argumentation, also dem Begründungsgang, dem Stil, also der Argumentationsweise, und der Intention, also den Absichten und Zielen eines Autors, auseinanderzusetzen. Wenn dann die Textanalyse noch mit einer klaren Einführung und einer sinnvollen Schlussfolgerung umgeben wird, dann hat man schon eine ganze Menge richtig gemacht und ist auf einem richtig guten Weg. Dann werfen wir mal einen genauen Blick auf die typischen Bestandteile einer klassischen Textanalyse. Einführung, Position, Argumentation, Stil, Intention und Schlussfolgerung. Bei der Einführung geht es darum, den zu analysierenden Text zuerst einmal einzuordnen, und zwar durch die Nennung von Textsorte, Titel und Autor. Selbstverständlich ist es hier an dieser Stelle ganz besonders wichtig, das Thema des Textes zu bestimmen. Wenn bekannt, sollte man ebenfalls etwas zum Entstehungszeitpunkt, zum Entstehungsort und zum Entstehungsanlass des Textes sagen. Darüber hinaus wird noch sehr häufig verlangt, dass man den Adressaten des Textes bestimmt, nämlich die Personengruppe, an die sich der Text vorrangig richtet, die Zielgruppe sozusagen. Und wenn möglich, sollte man auch etwas zum Hintergrund des Autors sagen. Bei der Analyse der Position geht es um den Standpunkt, den der Autor einnimmt. Hier ist natürlich die Frage, welche Meinung vertritt der Autor denn nun in dem Text, der zu analysieren ist. Hier geht es darum, die wichtigsten Thesen des Autors herauszuarbeiten und zu erklären. Was war jetzt nochmal eine These? Eine These wäre eine aufgestellte Behauptung, die als Ausgangspunkt und Bezugspunkt einer Argumentation dient. Was wären jetzt nochmal Argumente? Argumente wären klare Aussagen, die zu einer logischen Begründung der Gültigkeit von Thesen dienen. Argumente können unter anderem sein Beispiele, Zahlen, Daten, Fakten, aber eben auch Werte und Normen. Gut, bei der Argumentation geht es jetzt darum, den Begründungsgang zu analysieren. Hier steht die Frage im Vordergrund: Was sagt der Autor und warum sagt er das, was er sagt? Hier geht es also darum, den Begründungsgang und den Aufbau der Argumentation im Hinblick auf die Thesen des Autors zu untersuchen. Es geht darum, herauszuarbeiten, wie der Autor seine Meinung denn nun begründet. Hierbei ist es entscheidend, sich anzuschauen, welche Beweise, welche Beispiele und welche Begründungen der Autor heranzieht. Bei der Argumentationsanalyse empfiehlt es sich darüber hinaus, verschiedene Aspekte der Argumentation herauszuarbeiten, da man natürlich Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann, wie zum Beispiel aus einer ökonomischen Perspektive oder aus einer soziologischen Perspektive oder aus einer ökologischen Perspektive oder aus einer politischen Perspektive oder eben auch aus einer ideologischen Perspektive. Dann geht es bei der Analyse der Argumentation auch immer darum, sich anzuschauen, ob einseitig oder mehrseitig argumentiert wird. Denn bei einer mehrseitigen Argumentation wäre es so, dass auch Gegenargumente aufgegriffen werden, um sie zu widerlegen und zu entkräften. Bei einer einseitigen Argumentation ist das natürlich nicht der Fall. Bei der Analyse des Stils, also der Analyse der Argumentationsweise, steht eine andere Frage im Vordergrund. Und zwar die Frage, was sagt der Autor, wie und warum? Bei der Stilanalyse geht es also um die Frage, wie der Autor seinen Text gestaltet, um überzeugend zu wirken. Denn neben der sachlichen Argumentation ist natürlich der Stil, die Argumentationsweise, sehr entscheidend, wenn ein Autor überzeugen will. Bei der Stilanalyse wird beispielsweise geprüft, ob der Autor Zahlen, Daten, Fakten zur Veranschaulichung verwendet,
ob Experten als Autoritäten angeführt werden, ob Zitate von berühmten Persönlichkeiten verwendet werden, beispielsweise um den Text noch überzeugender zu gestalten, oder ob neben Sachurteilen auch mit Werturteilen argumentiert wird. Darüber hinaus wird natürlich bei der Analyse des Stils auch auf die gewählte Sprache eingegangen, beispielsweise auf die Wortwahl, die Wahl rhetorischer Mittel, also sprachlicher Mittel, die Verwendung von Bildsprache, die Verwendung von komplexen Fachausdrücken und beispielsweise eine mögliche polemische Sprache, um eine Gegenposition abzuwerten. Hier bei der Stilanalyse sind natürlich die Kenntnisse über die Analyse von sprachlichen Mitteln aus dem Deutschunterricht und aus dem Englischunterricht sehr nützlich. Gut, dann würde man die Intention, also die Absicht des Autors analysieren. Hier geht es um die Frage, welche Ziele verfolgt der Autor? An dieser Stelle wird untersucht, welche Absichten und welche Motive der Autor mit dem Text verfolgt. Hier wird sich beispielsweise die Frage gestellt, warum der Autor den Text überhaupt verfasst hat. Dann wird die Frage gestellt, wen er mit dem Text besonders erreichen will, was will er erreichen und wen fordert er möglicherweise wozu auf. Mögliche Ziele des Autors können sein, den Leser zu informieren, zu beeinflussen, an die Leser zu appellieren, Empörung hervorzurufen, Menschen zum Handeln aufzufordern oder sie einfach zum Nachdenken anzuregen. Gut, am Ende der Textanalyse schreiben wir natürlich eine Schlussfolgerung. Bei der Schlussfolgerung werden kurz und knapp die wesentlichen Erkenntnisse in wenigen Sätzen zusammengefasst. Hier besteht übrigens die Gelegenheit, noch einmal deutlich zu machen, dass man den Kern des Textes verstanden hat. Und darüber hinaus möglicherweise noch Erkenntnisgewinne aufzuzeigen. Erkenntnisgewinne können beispielsweise weitergehende Fragen sein, die sich bei der Textanalyse irgendwie ergeben haben. Jetzt ist man mit der Textanalyse fertig. Es sei denn, es gibt einen Sonderfall. In einer Klausur kann es nämlich dazu kommen, dass man zu einer Textanalyse noch eine Statistik oder Karikatur analysieren soll, um diese Statistik oder Karikatur mit den Arbeitsergebnissen der Textanalyse zu vergleichen. Hier wäre es also wichtig, die Statistik noch zu analysieren oder die Karikatur noch zu analysieren und dann entsprechend Bezüge zwischen der Textanalyse und Statistikanalyse oder der Textanalyse und der Karikaturanalyse herzustellen. Bei einer ideologiekritischen Analyse soll man darüber hinaus noch prüfen, ob der Autor aus einer Weltanschauung heraus argumentiert. In diesem Fall muss man also die Weltanschauung, also die Ideologie, besonders prüfen. Was ist eine Ideologie? Eine Ideologie ist eine Weltanschauung, also eine systematische Weltsicht oder eine systemhafte Weltsicht, wenn man so will. Die Systematik solcher sogenannter Denkschulen besteht nämlich darin, Vorstellungen beispielsweise über den Sinn und Zweck des Lebens und über die Bedingungen und Ziele von Gesellschaft ordnen zu wollen. Und zwar in einem System, in einer Ideologie, in einer Weltanschauung. Einflussreiche politische Denkschulen sind beispielsweise der Liberalismus, der vor allen Dingen das Individuum ins Zentrum stellt, der Sozialismus, der vor allen Dingen das Gemeinwohl, also die Gesellschaft, ins Zentrum seines Denkens stellt, und der Konservatismus, der vor allen Dingen eine bestehende Ordnung bewahren will und diesen Gedanken ins Zentrum des Denkens stellt. Ja, was ist jetzt die politische Funktion von Ideologien? Ideologien dienen letztlich der Begründung und Rechtfertigung politischen Handelns. Sie umfassen einerseits besondere Arten des Denkens, also Denkschulen, aber eben auch des Wertens, also sie sind letztlich auch Wertesysteme, die man einfach braucht, um sich irgendwie zu orientieren. Darüber hinaus umfassen Ideologien auch Interessen, Absichten und Ziele, eine Weltanschauung irgendwie politisch und damit auch gesellschaftlich umzusetzen und durchzusetzen. Sprechen wir über ein paar Gestaltungsmöglichkeiten bei einer Textanalyse. Zuallererst Sinnabschnitte, Textabschnitte. Das Erfolgsrezept einer guten Textanalyse ist nämlich eine gute Textstruktur. Und zur Strukturierung einer guten Klausur
verwenden Sie bitte Sinnabschnitte, auch genannt Textabschnitte. Die Logik eines Sinnabschnittes wäre wie folgt. Sie würden zuallererst einen Einleitungssatz verfassen. Hier kündigen Sie an, was Sie im jeweiligen Textteil, im jeweiligen Textabsatz machen werden. Dann kommen natürlich eine ganze Menge Erarbeitungssätze. Hier machen Sie natürlich das, was Sie im Einleitungssatz angekündigt haben. Und zu guter Letzt würden Sie einen Schlusssatz verfassen. Hier zeigen Sie, dass Sie das gemacht haben, was Sie angekündigt hatten und was das dem Leser als Erkenntnisgewinn gebracht hat. Sinnabschnitte folgen eigentlich der Logik eines Aufsatzes mit einer Einteilung aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ja, eine gute Klausur überzeugt dadurch, dass Sie Ihre Sinnabschnitte mit entsprechenden Einleitungssätzen kennzeichnen. Im Fach Englisch nennen wir diese Sätze passenderweise Topic Sentences, da Sie dem Leser von Anfang an klar machen, welches Thema in dem entsprechenden Sinnabschnitt, in Englisch Paragraph, behandelt wird. Lassen Sie Ihren Leser immer wissen, an welcher Stelle der Analyse Sie sich gerade befinden. Leserleitung bedeutet nämlich Leserfreundlichkeit. Und Leserleitung zeichnet sich durch Klarheit aus und führt zu besseren Klausurergebnissen. Machen Sie es dem Leser einfach leicht. Ja, Frage: Wann fange ich jetzt eigentlich einen neuen Sinnabschnitt an? Ja, die Antwort wäre die: Wenn ein neuer Gedanke zu Papier gebracht wird, muss man das auf dem Papier auch sehen. Um das deutlich zu machen, beginnen Sie eben einen neuen Sinnabschnitt. Wechselt der Sinn, wechselt der Textabschnitt. Regel: Neuer Gedanke, neuer Textabschnitt. Ja, Ordnung muss schließlich sein. Man beendet den Schlusssatz des vorigen Sinnabschnittes und beginnt dann einen neuen Sinnabschnitt mit einem neuen Gedanken, mit einem neuen Einleitungssatz in einer neuen Textzeile. Hier hätten wir ein paar Einleitungssätze zur Veranschaulichung, wie man beispielsweise dem Leser in einer Textanalyse Orientierung gibt. Leserfreundlichkeit kann man natürlich auch schaffen, indem man Gedanken verknüpft. Auch hier hätten wir ein paar Formulierungshilfen, wenn man beispielsweise die Gedanken des Autors irgendwie anschaulich verknüpfen möchte. Dann natürlich Vielfältigkeit in der Wortwahl. Gestalten Sie Ihren Text einfach dadurch abwechslungsreich, indem Sie eine Dauerwiederholung von Wörtern vermeiden. Beispielsweise gibt es sehr viele Alternativen für das Verb sagen. Auch hier ein paar Beispiele zur Veranschaulichung. Dann ein weiterer wichtiger Punkt: Vermeiden Sie bitte das Personalpronomen Ich. Denn in einer Klausur ist es sowieso klar, dass Sie die Klausur verfassen und daher aus Ihrer Klausur Ihre subjektive Sicht zum Leser spricht. Das Personalpronomen Ich wirkt hier einfach relativ unwissenschaftlich und wird deshalb meistens im besten Fall vermieden. Sprechen wir noch über die Zitiertechnik. Die ist nämlich wirklich wichtig. Die Regel lautet: Ein Bezug auf den Text erfordert einen Beleg am Text. Für die Klausur gibt es jetzt zwei Zitiermöglichkeiten. Zuallererst das direkte Zitat. Das direkte Zitat wird nur verwendet, wenn die zitierte Textstelle so wichtig und so bedeutsam ist, dass sie direkt und daher wörtlich zitiert werden muss. Dies ist zwar eher selten der Fall, und deshalb ist das direkte Zitat auch eher die Ausnahme als die Regel, aber ein direktes Zitat kommt selbstverständlich häufig vor. Nun, direkte Zitate werden, da sie wörtlich zitiert werden, natürlich in Anführungszeichen gesetzt und am Ende des direkten Zitates erfolgt eine Zeilenangabe, damit der Leser weiß, wo sich das Zitat befindet. Dann hätten wir noch das indirekte Zitat und das ist jetzt der Regelfall. Beim indirekten Zitat wird etwas sinngemäß, also ohne den genauen Wortlaut, zitiert. Zitierte Textstellen werden also paraphrasierend, das heißt umschreibend, zusammengefasst. Und diese sinngemäße Wiedergabe wird durch die Verwendung des Konjunktivs gekennzeichnet. Und das ist sehr wichtig. Auch am Ende eines indirekten Zitates folgt natürlich eine Zeilenangabe, die den Umfang der zitierten Textstelle umfasst. Ja, warum ist jetzt der Konjunktiv beim indirekten Zitat so wichtig? Durch den Konjunktiv macht man deutlich, dass man fremde Gedanken, also Gedanken anderer Leute, wiedergibt. Würde man den Konjunktiv
nicht verwenden, würde man fremde Gedanken zu seinen eigenen Gedanken machen und somit möglicherweise Zustimmung signalisieren. Der Konjunktiv baut also eine Distanz zwischen dem Zitat, also der zitierten Person im Text, und der zitierenden Person, die eine Textanalyse verfasst, auf. In Nachrichtensendungen, wie beispielsweise der Tagesschau, wird ebenfalls auf diese Weise so zitiert, da so Neutralität gegenüber dem Zitat zum Ausdruck gebracht wird. Deshalb können wir das Ganze hier auch mal Tagesschausprache nennen. Wenn Sie also Nachrichten schauen, achten Sie einmal auf diese Sprechweise, wenn Nachrichtensprecher fremde Gedanken, zum Beispiel von Politikern, wiedergeben. Wichtig: Eine Textanalyse ist keine Nacherzählung und daher keine endlose Aneinanderreihung von Zitaten. Eine analytische Erarbeitung eines Textes muss immer einen Erkenntnisgewinn über die Funktionsweise und die Wirkung des Textes zum Ziel haben. Es muss also immer deutlich gemacht werden, warum eine Textstelle zitiert wird, indem man die Funktionsweise und die Wirkung dieser Textstelle erklärt. Gut, das waren ein paar Gedanken zur Gestaltung einer Textanalyse im Fach Sozialwissenschaften.